Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ja, gut. Ich stehe immer noch in der Höhle von der letzten Folge. Und ganz ruhig. Du erinnerst mich an eine kleine Mini-Jamila gefühlt. Naja. So, ich stehe immer noch in der Höhle hier unten vom letzten Mal. Genau, ich hatte hier ein bisschen die Lava aufgefüllt. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen weitermachen. Genau, ich hatte mit Jamila geschaut gehabt noch. Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Aufnahme zu sehen war, wie man hier die Dinge ändern kann. Das waren halt so ein paar verschiedene Versuche. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Wir hatten da aber ganz gute Versuche noch. Ja. Genau. Ja, hier hatte ich das Glas schon ein wenig aufgefüllt. So. Dann gibt es wieder Sachen, die ich verkünden möchte. Ja, verkünden muss. Mehr oder weniger. Und zwar ist es so, und das habt ihr mit Sicherheit schon gemerkt, ist bei mir aktuell mal wieder, muss leider sein, mal wieder, einfach die Luft raus gerade, ne? Also, ich habe aktuell wenig Lust, groß was zu reißen, beziehungsweise ich habe halt auch keine Ideen. Ne? Das merkt ihr auch selber, ich druck's hier schon wieder rum und dann mache ich hier ein bisschen was und dann laufe ich da ein bisschen rum und dann gucke ich hier nochmal und was könnte ich denn noch machen? Ich weiß es wieder nicht, dann jammer ich wieder rum, wie doof ich gerade alles finde und mir ist mir nichts einfällt. Ja, das nervt mich ein bisschen, das nervt mich selber auf jeden Fall. Und ich finde es auch für euch natürlich ein bisschen blöd dann, wenn das die ganze Zeit so ist, dass ich hier ja keine Ideen habe, dass ich hier am Rumjammern bin, dass mir nichts einfällt etc. Weil ich will euch ja auch irgendwie bestmöglich unterhalten, soweit es mir irgendwie möglich ist. Und ja, das kann ich halt so nicht. Ne? Also das ist halt für euch dann natürlich auch ein bisschen doof. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder eine Minecraft-Pause einlegen. Das heißt, das hier ist jetzt erstmal die letzte Folge. Und ich habe aktuell einen Haufen andere Spiele, wo ich sage, die würde ich ganz gerne halt auch mal wieder testen und machen und tun. Und das Ding ist halt, ich hänge halt in dieser Endlosspirale, kann man fast schon sagen, hänge ich irgendwie fest. Von wegen, ja, die Spiele enden nicht. Also Minecraft. Klar, logisch, muss ich nicht erklären. Jeder, der das hier guckt, der weiß, was Minecraft ist und der weiß, dass Minecraft quasi nie endet. Klar, ich könnte jetzt hier storymäßig sagen, okay, ich mache den Enderdrachen. So, habe ich wenig Interesse dran, könnte ich machen und dann wäre das Ganze hier vorbei. Da gibt es aber Leute, die das weitaus besser können als ich und vor allem die da auch richtig geile Speedruns hinlegen und, und. Da gibt es genug YouTuber von und dafür braucht ihr mich nicht in der Hinsicht. So, ich versuche euch irgendwie mal so ein bisschen zu unterhalten mit dem, was ich hier einfach so wirr vor mich hin quatsche, so wie ich das jetzt auch gerade mache. Und ja, hat bisher ganz gut funktioniert. Also das Let's Play wird geguckt, das freut mich. Das finde ich immer noch faszinierend, dass ich Leute dafür begeistern können, was ich hier erzähle. Und mir dann bei meinem schlechten Gameplay bei Minecraft auch noch zugucken. Wie gesagt, nur aktuell ist halt einfach die Luft raus bei mir wieder. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt wieder, also habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ich höre nicht komplett mit Minecraft dann auf. Also ich werde es einfach pausieren hier auf dem Server. Der Server wird weiterlaufen. Gnomi und Jamila werden auf jeden Fall weiterspielen, gehe ich mal von aus. Also bei Jamila bin ich mir ziemlich sicher. Gnomi denke ich auch. Ist glaube ich gerade, ja, ist auch anwesend. Jamila ist gerade nicht anwesend. Die beiden sind auf jeden Fall noch auf dem Server. Die werden auch weiterbauen. Vielleicht werde auch ich gelegentlich privat, wenn ich einfach mal Bock habe, das Ding hier anschmeißen und ein bisschen was machen. Ich habe aktuell nur nicht wirklich groß irgendwie die Muße hier Let's Play-mäßig was zu machen. Ja. Da ist gerade bei mir so ein bisschen, boah, ja, die Luft raus. Kann ich halt gar nicht anders sagen. Ich könnte mal nach Glas gucken, ne? Ja, aktuell ist halt die Luft raus. Und das war das letzte Mal schon so. Ich bin dann irgendwann wiedergekommen hierher. Hab dann weitergebaut. Und jetzt ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, so. Ich habe aktuell wenig Lust.
Ist aber normal bei mir, also. Das habe ich schon immer so, also das hatte ich schon immer so gehabt. Dass dann einfach so der Punkt bei mir ist, wo ich sage so, boah, jetzt, boah, nö. Habe ich Bock auf andere Spiele. Und wenn man privat spielt, ist das ja auch gar kein Thema. Dann kann man das super machen. Dann sagst du, okay, ich spiele jetzt die nächste Zeit Minecraft und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Minecraft, dann spiele ich halt irgendwas anderes. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn du halt ein Let's Play machst, da kannst du halt nicht einfach sagen, so, oh, jetzt lade ich halt mal keine Folgen mehr hoch, jetzt habe ich halt gerade keinen Bock. So, das ist dann für Leute, die das halt gucken möchten gerade, doof, die dann halt einfach nicht verstehen, in dem Moment, wenn ich das natürlich nicht erkläre, ansonsten klar, aber wenn ich das jetzt nicht erkläre, dann sagen die halt auch, ja, Moment, wo sind die ganzen Minecraft-Folgen hin? Da ist ja nichts mehr. Warum? Was ist hier los? Na? Hatte ich keinen Farbstoff mehr? Hatte ich nicht mehr? Okay. Genau, die sagt dann halt auch, ey, das ist doch, wieso lädt denn der nichts mehr hoch? Ist ja total doof, der hat das die ganze Zeit gemacht, jetzt kommt wieder nichts und ja, und ist natürlich, das will ich halt natürlich dann auch nicht. Deswegen, ja, kündige ich das jetzt halt mal wieder an, dass ich sage, okay, ich brauche aktuell ein bisschen eine Pause, ein bisschen Abstand wieder zu Minecraft. Dass ich da wieder ein paar Ideen kriege, was ich machen könnte und. Genau. Das nächste Spiel, also was jetzt dann auf dem 10 Uhr Slot kommt, jeden Tag, das wäre in dem Fall, das hatte ich mir jetzt überlegt gehabt, wäre Echo. Echo, Echo. Echo heißt es, glaube ich, ne? Echo spricht man es, glaube ich, aus, ja. Gut, der ein oder andere wird es kennen. es ist ein bisschen, also es hat schon was von Minecraft, dass man da halt. Also es ist auch, dass man bauen kann. Nicht ganz diese Klötzchen-Optik, das habe ich jetzt dann halt nicht. Aber man kann auf jeden Fall bauen. Und es ist alles ein bisschen technischer noch. Also es sind noch mehr, es sind Umwelteinflüsse, die ich beachten muss. Es sind, wenn ich irgendeine Anlage baue, etc., dann muss ich da Wasserrohre legen und. Also Sachen mittlerweile. Und da ist auch vieles, vieles Neues dazu kommt, was ich noch gar nicht kenne. Das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt, sehr, sehr gerne gespielt. Und, siehst du mal, ich habe noch ganz viel davon. Und, genau. Da ist jetzt ganz viel dazugekommen, was ich halt auch noch gar nicht kenne. Wo ich mich dann selber wieder erstmal so ein bisschen reinfuchsen muss. Wo ich aber gerade echt Bock drauf habe. Ja? Und vielleicht hat der ein oder andere Bock, der das hier jetzt geguckt hat oder so und sagt, ja, ganz unsympathisch bist du mir ja nicht. Und vielleicht habt ihr ja dann Lust, da einfach zuzugucken. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt gerne reinschauen. Ich denke, das werde ich dann auch am Montag streamen. Ja. Das wird dann der erste Echo, was weiß ich, wie man es ausspricht, Stream werden. Genau. Ist auf jeden Fall auch ein ganz lustiges Spiel. Und es zieht sich. Also das kann ich auch gleich schon mal vorab sagen. Es wird sich ziehen. Also es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo du mal eben schnell was machst, sondern ja, es. Das, in dem Spiel geht da wirklich alles ein wenig langsamer voran. Was aber auch ganz okay ist. Ich spiele ja eh lieber gemütlich und so. Ich mag halt dieses ganze schnell, schnell, schnell. Machen wir mal eben. Mag ich ja nicht so. Ja. Habt ihr, was muss ich, glaube ich, euch nicht erklären. Das dürftet ihr mittlerweile alles wissen. Genau. So, jetzt habe ich da was draufgelegt. Kann ich da oben drauf hüpfen. Gut, mehr werde ich zu Echo jetzt erstmal gar nicht sagen. Das, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Interesse dran habt, gerne Let's Play anschauen oder in den Stream kommen, wie ihr das möchtet. Und es wird dann auch nicht nur bei Echo bleiben wahrscheinlich. Es werden halt auch andere Spiele immer mal wiederkommen. Ich habe sowieso einige Let's Plays, die ich halt auch pausiert habe, ne? Also. Da wäre zum Beispiel noch. Was habe ich denn noch pausiert aktuell? Sengoku Dynasty habe ich aktuell noch pausiert.
was ich eine Zeit lang auch viel gespielt habe. Da ist mittlerweile auch wieder ein bisschen was dazugekommen, wo ich dann auch mal wieder reinschauen möchte. Novalance hatte ich pausiert gehabt. Auch da ist mittlerweile wieder neues Zeug dazugekommen. Gab es einige Updates, wo ich auch nochmal reinschauen möchte und das gerne spielen würde. Ja, also ich hab noch so ein paar offene Spiele. Ne? Also ich habe... Die Liste ist noch lang. Und dann gibt es natürlich doch einen Haufen neuer Spiele, wo ich auch sage, so hätte ich halt auch Bock drauf. Will ich halt auch spielen. Genau, genau. So ist der Plan. Ja, gut. Ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht zu sehr enttäuscht, dass ihr sagt, so, jetzt hört er schon wieder auf, jetzt hat er erst wieder angefangen, jetzt hört er wieder auf. Mhm. So, ja, was soll ich machen? Also ihr merkt selber, ich bin da auch aktuell nicht so wirklich sehr motiviert oder so bei der Sache. Und das ist dann natürlich auch nicht das, was ich will. Also, dass ich mich dann hier zwinge zum Aufnehmen und sage, ja, ich mache das jetzt halt mal. So, das ist ja dann auch für euch nicht schön, ne? Das willst du ja dann auch nicht angucken. Wer das dann alles so gezwungen wirkt, das macht dann halt auch keinen Spaß. Und ich will euch ja irgendwie unterhalten. Ich will ja, dass ihr Spaß habt beim Zugucken. So. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen kann, und auch sagen muss, das ist wirklich wichtig, dass ich das sage, vielen, 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 vielen Dank für die ganze Unterstützung. Also, aktuell geht wieder ein bisschen mehr. Es war immer eine Zeit lang ruhig. Es war aber auch unter anderem ein bisschen dem YouTube-Sommerloch geschuldet, was man dann halt immer so hat. YouTuber wissen, wovon ich rede. genau. Und aktuell ist wieder ein bisschen mehr los. Es wird wieder mehr geguckt, was mich sehr freut. Und vor allem auf Twitch ist gerade einiges auf meinem Channel wieder los. Also, oder überhaupt jetzt mal los. Das war am Anfang sehr ruhig, ne? Und da war noch nicht so viel. Und mittlerweile, habe ich fleißige Zuschauer, die regelmäßig da sind, was mich sehr freut. Also vielen, vielen Dank an euch auf jeden Fall. Und alle anderen sind auch natürlich herzlich eingeladen. Ihr dürft gerne jederzeit, wenn ihr Bock habt, gerne auf Twitch vorbeischauen. Und mit im Chat schreiben oder einfach nur so zugucken, wie ihr das wollt. So ist immer sehr lustig, sehr unterhaltsam. Genau. So. So weit, so gut. Das mit dem Glas funktioniert schon mal ganz gut so. So, habe ich jetzt... Ich habe bestimmt wieder ein bisschen Lava, oder? Oh, guck mal, ich habe sogar noch Glas. Kann ich auch gleich noch platzieren. Guck mal, so sieht es dann aus, wenn man dann hier so drüber läuft. Gut, irgendwann ist es halt wieder grün, ne? Wenn Jamila mal dann das Texturenpack im Frühling umstellt. So. Ja, guck mal, sieht doch geil aus, oder? Ich finde, das hat was. Ich finde, das sieht gut aus. Und auch so hier runterkommt. Man kann drüber laufen. Ist Paddy sicher. Kann man nicht mal reinfallen. Sehr schön. Kann ich mich nicht wieder selber umbringen. Das war auch so ein Ding, ey. Klatsch. Voll rein. So doof muss man erstmal sein. Das schaffe auch nur ich. Und irgendwann komme ich dann halt auf jeden Fall wieder zurück hier mit neuer Energie, mit neuen Plänen, mit neuen Ideen, was ich bauen kann, machen kann und überhaupt und keine Ahnung. Und dann bin ich auch gespannt, was hier wieder alles entstanden ist. Also das letzte Mal war ja, also der Kontrast das letzte Mal war gigantisch, ne? Also da bist du, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 3 Monate, hatte ich eine Pause gemacht von Minecraft. Bin zurückgekommen und hatte das Gefühl, ich bin auf einem anderen Server gelandet, weil da einfach so unendlich viel entstanden ist, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wo kommt denn das alles her? Ja, wo das herkam, weiß ich, das kam alles, also nicht alles, aber sag ich mal zu
ja, 98% kam das von Jamila. Die hat es da sehr gut gemeint. Die hat erstmal ordentlich reingehauen. Das war schon krass. Das hat mich schon umgehauen. So, gucke mal, was kann ich hier noch reinschmeißen? Warum habe ich schon wieder Kartoffeln im Inventar? Jamila hat mich wieder mit Kartoffeln beworfen, kann das sein? Habe ich hier noch irgendwo... Ne. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier noch irgendwo Sand? Aber nö, Sand habe ich hier nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich noch Sand oben habe. Irgendwie, weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja, dass ich da, die Kisten hat sie wieder weggemacht, verdammt, irgendwie habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich dann halt immer wieder so mittendrin aufhöre, meine Projekte dann hier nicht fertig mache. Aha. Siehst du mal, so wie ich das dekoriert habe, sah das ziemlich leer aus. Wenn Jamila das dekoriert, dann sieht das sehr, sehr voll aus. Ah, da bin ich noch nicht fertig geworden, da muss ich nochmal ran. Dem Pandas geht's gut. Ist Corona-Panda auch noch da? Corona-Panda? Bist du's? Nee, bist der, streckt dir die Zunge raus, Panda. Wer von euch ist Corona-Panda? Da ist er! Corona-Panda. Schön, dass hier jetzt mal einer das Ding nutzt. Freut mich. Ich dachte schon, ich hab's umsonst gebaut. Nicht schlecht. Ah, da war hier jemand am Tierhaus dran. Was sieht auf jeden Fall besser aus als das, was ich da fabriziert habe. Das hier ist auch sehr cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat sich hier noch irgendwas verändert? Ist hier noch was passiert? Ich krieg ja nie was mit. Da bist du mal wieder 2-3 Tage nicht auf dem Server oder so, kommst wieder, bopp. Alles anders. Ja, beim Weihnachtsbaum hat sich nichts geändert. Der steht jetzt einfach wahrscheinlich erstmal so da. Der wird auch nicht mehr fertig. Naja, halb so schlimm. Im nächsten Jahr dann. Zu Weihnachten. Hör ich wieder kurz vorher auf. Nee. Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen euch gegenüber, dass ich dann jetzt wieder Pause mache, aber auf der anderen Seite, es macht halt keinen Sinn. Also wenn ich unmotiviert bin, was soll ich mich hier rumquälen? Für euch ist es doof, für mich ist es doof, ist für alle blöd. Dann lieber eine Pause machen und dann mit neuen Ideen zurückkommen. So, hatte ich hier noch Sand? Irgendwo hatte ich doch Sand. Na, wahrscheinlich sind jetzt alle. Und in den Öfen war wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Ne. Ja, da haben wir noch Sand, aber keine Kohle. Ja, das ist nicht so viel. Hm. Was machen wir denn da? Soll ich jetzt aber los Sand holen? Boah. Nee. Ja. So. Was kann ich denn jetzt noch machen?
Wir gucken mal die neue Baustelle an. Wir gucken mal den neuen Baumbereich an. Da war ich ja noch nicht so viel unterwegs, da habe ich nur einmal kurz geguckt. Ich sollte hier nicht mehr so durch die Felder streifen, ne? Jetzt sind wir schon wieder... Ja, ich hab's genau gewusst. Der nervt mich so. Hat keiner gesehen, dass ich den kaputt gemacht habe. Da wollte ich ja so einen Turm hinbauen. Ja. Wie gesagt, erstmal brauche ich ein bisschen... Bisschen Abwechslung, ein bisschen andere Spiele als Minecraft. So. Irgendwo hier hinten war das doch, oder? Also. Ich kann mich an den Tunnel, glaube ich, nicht erinnern. Ich glaube, der andere war da vorne irgendwo. Da täusche ich mich aber auch. Ich täusche mich das mit der Tunnel. Okay. Die Straßenlaternen sind auch cool geworden. Geil. Und was ist das hier? So ein kleiner Park. Ah, das ist doch hier so ein Ding, oder? So ein Karussell, wo man sich da so... Ah, das ist ein Spielplatz. Jetzt sehe ich das erst. Das ist dieses Ding, wo man sich da so drehen kann im Kreis ganz schnell, so wo du nach 3 Runden das Gefühl hast, ich will kotzen und dir ist so eklig schlecht. Also nicht, weil dir, ich habe zu viel gegessen oder zu viel getrunken schlecht, sondern dir ist halt so eklig kopfmäßig schlecht. Ekelhafte Dinger. Schaukeln sind immer cool. Geil. So ein Hangelding. So, hier ist es, Ach, das sind die Dinger. Oh Gott, die sind auch fürchterlich, ne? Die, wo man sich da so nach hinten kippt und dann nach vorne. Wenn du da einen Erwachsenen draufsetzt, fällt er irgendwann runter und haut sich das Ding in die Fresse. So ungefähr. Aha, hier kann man so hopp, rüber. Und dann geht's hier runter. Nicht schlecht, Jamila, nicht schlecht. Hat die hier einfach einen kleinen Spielplatz hingebaut. Sehr, sehr schön. Das große Rathaus. Oh Gott, was? Aha. Hallo? Sind Sie der Bürgermeister? Da, bitteschön. Viel Erfolg. Ah, Händler ist auch da. Wurde schon was eingerichtet? Junge, 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 Junge. Dass ich das nochmal erlebt, dass Jamila hier an die Inneneinrichtung geht. Sieht auch nice aus. Das ist auch eine coole Idee. Das hat was, ne? Normalerweise weigert sie sich immer, an die Inneneinrichtung zu gehen, aber nicht schlecht. Sieht schon mal gut aus. Ist noch nicht fertig, aber sehr, sehr schön. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. So, da hinten entstehen schon wieder neue Sachen. Also die Häuser kennen wir ja schon. Hier ist eine neue Baustelle. Auch interessant. Ich vermute mal, das wird irgendwas Großes, Hochhausmäßiges. Von den Blöcken her. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ich lasse mich gerne überraschen. Die Straße geht hier noch nicht weiter, aber da hinten ist doch ein verstecktes Haus, ne? Kommen wir da irgendwie hin? Da ist ein Haus, wo keine Straße ist. Doch, da führt eine Straße. Ich habe gelogen. Es tut mir leid.
Ich elendiger Lügner. Okay. Aber ich denke mal, die wird sie noch nicht eingerichtet. Nee. Da hat sie sich wieder gedrückt. Natürlich. Doch, aber ist schon cool, so eine Stadt hier. Finde ich schon ganz nice. Hat schon was. Tja, gut. Dann watschel ich nach Hause und dann war's das jetzt erstmal. Ja, genau. Dann war's das jetzt erstmal. Da war jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause. Dann, ja. Auf der einen Seite schon mal vielen, vielen Dank fürs fleißige Zuschauen und alles, ne? Also, danke. Freut mich, wenn ich euch irgendwie unterhalten kann. Finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwann weitermachen. Der Server wird weiterlaufen, hier wird weiter Zeug, hier werden Sachen entstehen. Eventuell gucke ich privat hier und da mal rein und mache vielleicht auch mal ein bisschen was. Was ich dann zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren werde. So. Aber aktuell fehlt mir so ein bisschen die Motivation, jetzt ein Let's Play hier noch weiterzumachen gerade. Wird aber wieder kommen. Wird auf jeden Fall wieder kommen. Genau. Dann werde ich jetzt gut, diese Folge, die, ja, wenn ihr die seht, dann ab morgen wird dann erstmal Eco kommen. Eco, wie auch immer, keine Ahnung. Genau, das wird dann einfach auf dem 10 Uhr Slot kommen, wo jetzt die ganze Zeit Minecraft gelaufen ist. Das wird dann auch täglich hochgeladen. Würde mich freuen, wenn ihr da reinguckt. Vielleicht habt ihr Interesse dran, vielleicht ist es unterhaltsam, vielleicht findet ihr es ganz lustig, vielleicht kennt ihr das Spiel auch selber nicht und guckt es euch an und sagt, oh ja, das Spiel sieht ganz interessant aus, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Genau, schaut einfach mal rein. Vielleicht ist es was, vielleicht ist es nichts. Wenn es nichts ist, laufen auch noch andere Let's Plays auf dem Channel weiter. Genau. Und wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, bei Twitch vorbeizuschauen, wenn ihr Bock habt auf den Stream. Ihr seid herzlich eingeladen, auf dem Discord vorbeizukommen. Ja, da würde es mich auch freuen, wenn da ein bisschen mehr Aktivität wäre. Aktuell ist doch noch sehr ruhig dort. Gut, ich muss auch noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also ich werde mir jetzt auch noch ein paar Sachen überlegen, die ich auf Discord weitermachen werde. Neu hinzufügen werde, etc. Genau, dass da einfach auch ein bisschen mehr Action ist. Und das für euch vielleicht dann auch ein bisschen unterhaltsamer ist dort. Genau. Gut. Dann gibt es erstmal nur noch eins zu sagen. Und zwar, dass wir uns wann auch immer beim nächsten Mal sehen. Wann auch immer das sein mag, ne? Ja, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist. Macht's gut, bis dahin. Ciao.